Weit und breit gibt's hier keine schmale Gasse, aber ganz bestimmt bald einen Bildschirm für die Biomasse. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Planet Crafter. Alter, das rast, das ist völlig verrückt. Der Terraforming Index explodiert hier ins weiß ich nicht wohin. Ich komme gar nicht hinterher, ich bin völlig bedingsbumst. Also gerade bei Sauerstoff haben wir jetzt natürlich mit diesem Multiplikator, mit diesen Sicherungen, gerade den absoluten Gamechanger. Ich weiß nur nicht, wie sich das verhält, weil ich bei anderen Dingen so hinterher hinke tatsächlich, die natürlich jetzt viel, viel langsamer gehen als wie alles andere. Aber hey, ich bin guter Dinge, völlig wurscht. Unser Planet ist bemoost, er ist grün. Man mag es nicht glauben, es ist unglaublich, wo du hinguckst, grün. Einfach grün, es ist schön, es sieht toll aus, ich komme mir vor wie in Irland. Und das nächste Teil, was wir bekommen, ist eine kleine Übersicht über die Biomasse. Dafür brauchen wir Eisen, Silizium und Alu. Wir müssen uns nur einmal kurz Silizium organisieren, das bekommen wir sicher hier irgendwo. Da haben wir schon. Eisen nehmen wir auch gleich wieder mit. So. Dann hängen wir uns auch schon diesen Monitor auf. Wir müssen uns irgendwann wieder kümmern dann um, ja, um einen neuen Kernreaktor, sage ich jetzt einmal, um einen zusätzlichen, der ist wichtig auf jeden Fall. Ja, und ich würde halt auch gerne nur eine Heizung aufstellen. Aber wir müssen dafür wiederum Schwefel organisieren, also es geht halt vor allem ins nächste. Okay, das ist wieder ein großer Bildschirm, ist aber nicht schlimm. Wir haben hier ja noch Platz. So, den machen wir einfach hier hin. Da ist dann auch noch Platz für noch einen, für den Fall der Fälle. Und wir sehen hier jetzt, okay, jetzt haben wir quasi die zweite Seite, wenn man so möchte, aufgeschlüsselt. Und jetzt sieht man auch, was hier halt in diese Biomasse mit reinfällt. Also diese 9,16 Tonnen bestehen eben, wie ich mir schon gedacht habe, aus Pflanzen, Insekten und Tieren. Was ich interessant finde, dass wir immer nur 2 Kilo jetzt produzieren pro Sekunde an Pflanzenmasse, nachdem wir diese Rakete in den Himmel geschossen haben, die uns eigentlich 1000% Steigerung versprochen hat, die aber nicht eingetreten sind, denn sie hat unsere Masse, unsere Produktionsmasse, nur verdoppelt. Und das irritiert mich momentan, weil auch hier könnte man riesen Fortschritte machen, wenn diese Rakete ihren Zweck erfüllen würde. Und jetzt habe ich davor schon mal einen in die Höhe geschossen, wo ich nicht weiß, hat es jetzt was gebracht, hat es jetzt nichts gebracht. Ich habe einen zweiten in die Höhe geschossen, bin der Meinung, es hat nicht das gebracht, was es hätte bringen sollen. Sag mal, habe ich die falsche Rakete in die Höhe geschossen? Pflanzenvermehrer, 1000%. Moment. Okay, bin mir halt gar nicht sicher, gell? Hier wird auch multipliziert Wärme zum Beispiel bei Uran. Der Luftdruck wird multipliziert. Pflanzenvermehrer. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage. Ja, aber wenn ich von Pflanzenvermehrer mit 1000% spreche, ja, also jetzt einmal nur um meine Gedanken hier jetzt einmal zu fassen, ja, dann sprechen wir doch eigentlich in unserem Fall jetzt fast 10 Tonnen Biomasse. Da geht es doch gar nicht um die Produktionsmenge. Weil wir haben ja 9 Tonnen Pflanzen hier am Planeten inzwischen, wenn man so möchte. Jetzt stell dir mal vor, ich erhöhe das um 1000%. Oh, das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt, dass das nicht so das getan hat, was ich wollte. Oder ich glaube zumindest, dass es nicht das getan hat. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich es nicht noch einmal versuche. Ich meine, hey, was kann mir im schlimmsten Fall passieren, außer dass ich noch mehr Zeug in die Höhe schieße für nichts und wieder nichts, ja? Im schlimmsten Fall. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass ich sage, okay, ich habe das Zeug in die Höhe ballert, das hat halt nur nichts gebracht, ne? Wenn man es genau nimmt. Ich weiß nur nicht mehr, was ich brauche dazu.
Einmal Superliga und Dünger, war das das hier? Doch, das war das. Moment, ich weiß es schon. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Es lässt mir keine Ruhe. Ich sag's euch, wie es ist. Bis deppert unsere ganze Superlegierung es aufbraucht. Ja, Morsch. Nehmen wir uns einmal den Baum in den Dünger. Einmal Rinde. Einmal Lirmasamen. Und der Dünger waren dreimal Algen. Jetzt können wir dann nochmal wieder abpflanzen, abernten gehen. Dreimal Algen. Zweimal Aubergine. Und einmal Schwefel, meine. Alter, wenn ich um den jetzt so einen Ball kümmere, ey. Ich sehe Engpässe. Ich sag's euch, wie es ist. Aber ich will's wissen. So. Willi will's wissen. Das ist auch schon wieder alles fertig. Meine Güte. Meine Güte. Also. 9,6 Tonnen. Pflanzenmasse. Und wenn ihr von Pflanzenvermehrer 1000% steht, von was reden wir denn dann? Reden wir von Pflanzenmasse, die sie vermehren müsste. Explosionsartig, ne? So, scheiß drauf. Do your job. Now. Auf geht's, wir schauen uns das Spektakel an. Okay, so. Also es passieren Dinge, ne, wie immer. Es passieren hier Dinge. Aber was eben nicht passiert ist, ist genau dasselbe wie vorher passiert im Endeffekt. Das ist doch Käse. Es hat sich einfach nur ein Kilo pro Sekunde vermehrt. Das heißt, es soll nicht 1000% heißen, das vermehrt sich um 1000 Gramm. Das ist doch ein Fehler, das ist doch ein Bug. Also, wenn ihr da mehr wisst, das würde mich mal interessieren, aber das vermehrt sich hier nicht um 1000%, sondern um 1000 Gramm pro Sekunde. Das ist doch ein Bug, da steht doch nicht 1000 Gramm. Hier steht doch 1000%. Ich bin doch nicht blöd. Ja, scheiße, das ist natürlich völlig wertlos, ne? Das ist halt völlig wertlos. In Wirklichkeit. Auch wenn es dauerhaft ist, aber ganz ehrlich, natürlich sind 1000 Gramm einiges im Vergleich zu dem, was diese Maschinen hier machen. Aber unterm Strich ist es halt, naja, es ist jetzt nicht die Welt, ne? Also es würde mich interessieren, vielleicht wisst ihr da Bescheid, dann lasst es mir das mal wissen. Weil ich bin total verunsichert im Endeffekt. Und würde mich auch interessieren, ob man das irgendwie beheben kann, vielleicht sogar. Weil, ja. Weil doof, ne? Ihr wisst Bescheid. So, ich würde jetzt irgendwie gern einmal dieses Problemchen hier beheben. Gut. Also wir müssen, ja, ich weiß gar nicht, was ich zuerst alles tun soll. Ich habe gerade 1000 Pläne, wie es hier weitergehen soll. Und gleichzeitig aber irgendwie auch für überall inzwischen ein bisschen zu wenig. Und ganz schön über die Stränge geschlagen jetzt mit dem Zeug. Muss man jetzt einfach so sagen. Sag ich, ich habe hier keinen Platz mehr, ich meine, nirgends mehr. Alles voll. Na, Moment, wir haben ja Überschuss. Ja, komm, wir haben ja Überschuss. Apropos Überschuss. Hier haben wir Überschuss. Hier machen wir Baumrinde. Da hinten machen wir Überschuss. So schaut es nämlich aus. Überschuss. So. Da packen wir jetzt mal einfach rein, was hier nicht so reinpasst. Das lasse ich jetzt einmal. So, eigentlich wollt ihr das abbauen hier. Ich wollte das eigentlich abbauen und einmal gescheit machen. Ach Gott! Schwefel!
Warte mal, Schwefel war doch. Schwefel ist doch hier hinten entlang. Meine ich. Hoffe ich. Irgendwann müsste ich nur das Uran einsammeln, das ich heruntergeschossen habe. Egal, jetzt gehen wir auf Schwefel zu. Ich sage, ich komme immer vom Hundertsten ins Tausendste. Kommen wir überhaupt nicht voran? Also vorankommen wir sogar gut. Aber ich komme nicht mehr hinterher, wenn man es genau nimmt. Ich bin halt völlig begeistert, wie sich hier die Welt verändert. Aber wenn ich mal bei der Moostextur hätte, ich mal irgendwie ein bisschen mehr Detailliebe gewünscht. Ja, nix. Wie komme ich darauf, dass hier Schwefel... Wo war denn das Gebiet? Ach Gott! Wo ist so gelblich? Ach nee, das... Oh, ich weiß... Nice. Bin hier falsch. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich hätte hin müssen. Hier war auf jeden Fall ein Schwefelgebiet, so viel steht einmal fest. Die Frage ist, gibt es jetzt überhaupt noch ein Schwefelgebiet? Jetzt, wo ja alles grün ist. Das sieht alles so anders aus. Diese goldenen Truhen sind dann schon auch ziemlich cool. Jetzt haben wir schon zwei von diesen fliegenden Riesendildos zum Ausstellen. Und man muss ja wirklich auch akribisch genau überall gucken. Auch in kleinen versteckten Ritzen und Spalten. Da ist immer wieder geiles Zeug versteckt. Ich bin halt gespannt, wann wir diesen Dekonstruktionschip, also nicht nur ob wir ihn überhaupt bekommen oder ob ich den finden muss einfach. Ich glaube inzwischen, der wird auch nicht freigeschalten. Ich befürchte, ich werde diesen finden müssen. Tatsächlich. So, es ist wieder die Frage, war das wieder hier totes Gebiet? War's wohl. War es wohl, ja. Muss man auf jeden Fall angewöhnen, so gewisse Quellen, wenn ich sie mir schon nicht merke, dass ich sie markiere. So wie Schwefel jetzt zum Beispiel. Ich weiß, eigentlich habe ich ungefähr im Kopf, wo ich sein müsste. Ich weiß, dass ich jetzt ganz woanders bin, kein Thema. Ich dachte nur zuerst, es wäre da, aber ich glaube, es wäre quasi von unserer Base rum links raus gewesen. Und ich, ja, ja, links raus und durch die Höhle durch, ich weiß es auch schon. Ich weiß auch schon, wo es ist. Aber manchmal denke ich mir, so eine Markierung tut nicht weh und bringt die halt sofort zum richtigen Punkt, ne? Schadet halt nicht. So, ich glaube, hier haben wir bei der Markierung auch... Ah, hier ist auch Wasser. Oh, schön. Genau, diese Box, das habe ich gemeint. Hier war ja sonst nichts, ne? Es ist ja nur der eine Eingang, bei dem wir jetzt gerade vorbeigesaust sind. Sonst gab es hier ja nichts zu finden und ich meine diesen... Oh, wir können den neuen Saatgut, also den Saatgutstreuer herstellen. Perfekt. Ich glaube nur diesen Eingang hier und ich meine, hier haben wir ja alles... Im Endeffekt alles mitgenommen, ne? Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe hier nichts liegen lassen.
Oh! Ach du Kacke! Okay. Na gut, das macht jetzt vieles auch nicht einfacher, natürlich, wenn jetzt dann. Ich habe einen Mikrochip gefunden, den ich übersehen habe. Ich werde verrückt. Okay, das macht's halt auch. Ich meine, es ist zwar irgendwie wurscht, wenn es unter Wasser ist. Oh, und der Nachricht, sag mal, warum war ich denn damit? Heute war die Einweihung des Warp-Tores. Es dauerte ganze 2 Jahre, um es zu bauen, und der Easy Art beim Sektor wäre mein Katzenspruch. Das hatte ich schon. Doch. Doch, das hatte ich schon. Ja, nun. Wie konnte das passieren und warum war ich hier noch nicht? Oh. Wir haben eine Höhle noch gefunden. Mit noch mehr Material. Okay. Okay, spannend. Also ich muss ja nicht mal alles wegschmeißen, wenn wir drin sind. Gee, merkt ihr das endlich? Okay. Oh, spannend. Das haben wir übersehen, diesen Teil. Auch mit diesem Mikrochip, ne? Bin jetzt sehr, sehr gespannt, was uns der bringt. Ja, wie gesagt, das mit dem Wasser macht es natürlich jetzt. Ja, nicht unbedingt einfacher, ne? Aber wenn es dann wiederum ganz unter Wasser steht, ist es irgendwie zeitgleich auch wieder wurscht. Okay. Gut, aber ich glaube, jetzt habe ich es. Das habe ich einfach übersehen wohl, diesen Weg. Ist nicht schlimm. Ich habe gerade ein bisschen so. Sag mal, kommt mir das so vor oder steigt dieses Wasser immer noch? Ich frage für einen Freund. Weil eventuell würde ich mir Gedanken machen, wenn das Wasser weiter steigt, dann steigt. Das kann ja nicht bis in die Unendlichkeit steigen, weil irgendwann ist der Planet abgesoffen. Dann müssen wir einen Unterwasserplanet machen. Wie hieß denn der Film dazu? Ihr wisst, was ich meine. Oh, das sieht voll geil aus. Irgendwie gesagt, zwar traurig, dass das mit den 1000% nicht funktioniert hat. Entweder ist es einfach falsch angegeben mit 1000%, es soll im 1000 Gramm sein. Dann bin ich aber der Meinung, ist die Rakete ziemlich mickrig. Für das, was du dafür aufwenden musst. Oder ob das wirklich ein Fehler ist. Bei 1000%, bei den anderen sind es auch Prozent, glaube ich. Wobei kann es sein, ich habe gar nicht geschaut bei Wärme und so, ob das wirklich Prozent sind oder ob es nicht überall eben nur 1000 von der Einheit sind. Ich bin jetzt gespannt, was uns der Chip jetzt bringt. Also was da drauf ist, was wir da auslesen gleich. Also Uran kann ich sowieso nicht abbauen, weil. Weil kein Platz. Das machen wir jetzt auch gleich noch, weil sonst vergessen wir das. Wir packen jetzt nur das Zeug hochlesen, den Chip aus und bauen schnell Uran ab. Nicht, dass es irgendwann despawnt. So. Hier, Iridium. Alu haben wir auch. Ja, haben wir auch. Titan haben wir nichts. Silizium haben wir nichts. Kobalt haben wir nichts. Eisen. Jawohl. Taschenlampe könnte man dann langsam mal ausmachen. Einmal Schwefel, das war jetzt ein bisschen eine schwache Ausbeute. Uran. Superlegierung haben wir wieder 2 gefunden. Das ist schön. Rakete, ja, packe ich dann in den Überschuss rein. Das brauchen wir noch hier. Schwarze. Stoff haben wir hier. Wie gesagt, was habe ich gesagt? Die Rakete, wie gesagt, packe ich in den Überschuss dabei. Ach, da haben wir wieder einen Goldsamen. Nice. So, der ist voll.
Ja, den nehme ich gleich mit. Den Dünger, den Dünger, den Dünger, den Dünger. Den Dünger. Jo, den Dünger. Packen wir jetzt auch mal hier rein. Okay. Ja, immer diese Unterbrechungen werden aufnehmen, währenddessen du dann vergisst, was du gerade machen wolltest. Den Mikrochip auslesen und genau dieses Bumsdings auswechseln. So, wir lesen aus. Überraschung in 3, 2, 1. Oh, GPS-Satellit T4. Weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll darüber. Esel vielleicht. Okay. Ich hätte diesen Dekonstruktions-Chip eigentlich. Ich würde es so feiern tatsächlich. Aber hey, was soll's, egal. Wenn ich jetzt da gleich was trinke, hat sich das erledigt. So. Dann können wir nur den goldenen Samen noch wo reinpacken. Kann ich den in sowas da reinpacken? Ach, warum habe ich denn da nichts drinnen? Oh wow! Wie viel verschwendetes Bumstings hier an Sauerstoff? Ja, weil nichts reinpackt. Naja, gut, immerhin jetzt. Das habe ich völlig übersehen. Oh! Oh! Ha! Tja, welch ein Wunder, dass da nie Pflanzen wachsen, obwohl da Blumenstreuer ist. Ja, Alter, G, du musst halt da was reinpacken, ne? Das wird voll helfen und so, du Held. Ich will ja gar nicht schauen, ob hier nichts drinnen ist. Ah, hier geht nichts rein. Ach, sieh einer an. Naja, gut, wir haben ja jetzt da den. Wir müssten irgendwas Neues haben. Saatgutsteuer oder so, ne? Blumensteuer T2? Nein. Was war denn jetzt das letzte? Irgendeine Saatgutsteuer? Wedge-Tube? Kernreaktor? Wo ist denn das Ding? Nahrungszüchter? Bin ich doof? Ich hab's doch gelesen. Ich weiß es, dass wir etwas freigeschalten haben. Heizung? Ora? Saatgutsteuer, da ist er doch. Wo ist er? Habe Fragen. Hä? Sag einmal. Bin ich doof? Also, liegt es an dem Chip hier gerade? Blumenstreuer? Nein, es liegt nicht am Chip. Eigengenerator Blumenstreuer? Wo ist der Saatgutstreuer? Warum zur Hölle kann ich den nicht bauen? Okay, hier wäre. Platziere einen Samen drin, um draußen auf einer kleinen Fläche Blumen zu züchten. Ja, nice. Okay, bin mir jetzt gerade völlig unsicher, warum ich das Ding nicht bauen kann. Ob mir irgendetwas fehlt vielleicht. Schauen wir mal, was die GPS-Satellit T4 macht. Stellt dem Kartenbildschirm wieder bessere Positionsdaten zur Verfügung. Gut, das Ding ist aber ganz weit weg, dass wir das bauen können. Das ist ganz weit weg, dass wir das bauen können. Da fehlen uns viele Sachen dafür. Das ist, wie gesagt, das ist ein Blumenstreuer. Das hat nichts mit dem Saatgutstreuer zu tun. Ist das buggy? Ich glaube immer, bei mir ist alles ein Bug, wahrscheinlich liegt es an mir, ne? Aber. Kobalt, Eisen, Superlegierung. Ich würde es aber so egal bauen. Kobalt, Eisen. Superlegierung für Regal. Das hinterfrage ich auch nicht weiter.
Eieiei. Raketendienst möchte ich dann auch bauen, auf jeden Fall, um hier wieder eins auf Lager zu haben. Da brauchen wir dann auch einen Dingsbums, das machen wir dann auch gleich. Ich traue dem Frieden nicht so recht. Will nicht, dass das in die Hose geht. So, das Regal stellen wir mal schön. Oh, das stellen wir hier. Also so das Trophäenregal hier schön auf. Und da drauf machen wir diese Dinge. Also mal schauen, ob ich da drauf diese Dinge überhaupt draufbauen kann. Hä? Ach, rechts klicken zum Bauen. Ja, nix. Ja, nee, so kann es nicht gedacht sein. Was? Hä? Öffne wieder. Ah! Oh! Ah! Okay. Okay. Da hat ihr noch so ein Dingens. Aber was den Saatgutsteuer jetzt angeht, bin ich jetzt irritiert. Ich sag's euch, wie es ist. Der irritiert mich ganz hart. So, jetzt habe ich zwei davon. Schön. Sieht echt toll aus. Wust. Kann ich denn da noch reinpacken? Oh, wow, da kannst du einfach alles reinpacken, ey. Okay. Ja, gut. Verstehe ich halt nicht. Es steht halt auch nicht dabei, wo du das herstellen kannst oder so. Grasstreuer. Jo, den Hammer. Ich habe ein bisschen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es das ist. Ja, natürlich ist es das. Hä? Ach so. Oh Mann, jetzt check ich es erst. Der Saatgutstreuer käme erst jetzt zur Freischaltung. Stimmt das? Der kommt erst jetzt zur Freischaltung. Wir hatten den schon, weil wir wohl einen Mikrochip gefunden haben. Kann das sein? Echt jetzt? Er ist ja geil mal up to date. Wir haben halt schon einen besseren. Und haben wir da auch den Chip wahrscheinlich gefunden dazu. Nehmen wir mal an. Der würde dann wohl auch erst später kommen oder was weiß ich nicht. Ich bin ziemlich verwirrt. Bin gerade ziemlich verwirrt, aber ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen, was hier los ist und was hier passiert gerade. Ja, sicher. Hier ist der Blumenstreuer T2, den halte ich halt schon vor, weil ich jetzt bei der Biomasse einfach mehr Fortschritt gemacht habe. Ich hatte den. Okay. Den Saatgutsteuer hatte ich wohl schon aufgrund eines Chips, nehme ich mal an. Und den hatte ich schon freigeschalten, weil ich bei der Biomasse so weit bin. Ja, 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 ja. Ja, ja, so bringen wir Licht ins Dunkel. Und im Endeffekt habe ich jetzt viel plappert, aber ich habe weder hier nur die Plattform baut, die ich bauen wollte. Ich habe hier... Haut auch... Nur immer nicht... Sag einmal, wie oft willst du die verdrücken? Nur immer nicht... den Kernreaktor baut, also diese Dingensbummens, ich habe noch nicht die Heizung baut, ich habe den Schwefel noch immer nicht abbaut, aber es ist halt einfach schon wieder eine komplette Folge um. Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, wie viel Zeit hier vergeht, ne? Das ist krass. Völlig krass. So, was ist denn das jetzt da für ein Ding? Das ist jetzt da das Biodom. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Quatsch. Tschüss, Biodom. Oh. Tu mich nicht. Ekeln. Bitte. Da geht's nicht, okay. So. Jetzt hoffe ich, dass ich das Biodom da auch wieder dran bringe. Ja. Gut, Biodom ist wieder da. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem Bio-Culpa. Demontieren nicht möglich, Inventar nicht leer. Oh no. Okay, Bio-Culpa heute noch nicht. Bio-Culpa. Wann anders? Oh, so. Wir sausen. So. Wir sausen wieder raus. Pass auf, bis ich wieder da drüben bin. So. Ich bin ja gespannt, ob ich das noch jemals noch wieder da drauf bringe. Vor allem jetzt bringe ich es hier. Ja gut, okay. Bild man das wieder.
Es ist belastend, Leute. Vor allem weiß ich auch nicht genau, ich baue halt definitiv sowieso schon wieder zu wenig, das weiß ich eh jetzt schon wieder. Das heißt, ich kann es dann da nochmal abreißen. Da fehlen ja auch welche, aber die bringen ja auch nicht hin, ne? Nee. Egal. So, wir schauen, ob wir das Biodom jetzt, also Bioculpa da wieder draufbringen. Ich denke, das müsste passen. Ich hoffe, es hat sich auch nichts an den Werten verändert, weil sonst drehe ich am Rad. Am Rad, am Fahrrad oder was auch immer. Gut, das sieht gut aus. Das tut wieder sein Zweck und sein Dingens. Wir schauen nur schnell am Bildschirm. Und der sagt, es ist alles Roger, es ist alles gut, es läuft voran. Und somit sehen wir sie in der nächsten Folge mit irgendeinem von 1000 Dingen, die wir noch machen müssen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.